Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werfen heute in einem Auswahlorakel einen Blick auf deinen Schatz. Es ist eine sehr, sehr transformierende Zeit aktuell. Ja? In erster Linie natürlich deine eigene Transformation, die hier auch auf deinen Schatz überschwingt. Und wir wollen mal gucken, was das so mit ihm macht oder mit ihr macht. Es kann jetzt natürlich sein, dass du einen festen Partner hast. Es kann sein, dass du dich in einer Wunschpartnerschaft befindest, also ihr seid noch nicht zusammen. Und natürlich könntest du auch damit in Resonanz gehen, wenn du vielleicht jemanden kennengelernt hast, ganz, ganz frisch, okay? Spür dich da einfach rein. Es ist wie immer ein allgemeines Orakel. Es kann und wird nicht mit jedem in Resonanz gehen. Guck einfach, welche Botschaften passen. Ja, natürlich kannst du dann, ich werde drei Stapel machen, natürlich kannst du hier dann auch die Stapel benennen, okay? Gut, ich hole mir die Karten ab. Bis gleich. Ihr Lieben, die Überschrift, die Karten, die unter den Decks waren, die ist schon sehr vielversprechend. Ja? Hier geht es darum, dass diese Schatzis da draußen ihre Balance finden. Ihre Balance finden bzw. sich der Balance bewusst werden. Die Balance einer Beziehung. Ja? Dass eine Beziehung nicht immer nur schön und harmonisch ist, sondern dass gerade auch die Herausforderungen, die darin enthaltenen Herausforderungen eine Möglichkeit, eine Chance auf Wachstum und auf eine Vertiefung der Verbindung hindeutet. Ich sage das so selbstverständlich, aber doch ist es in vielen Partnerschaften so, dass mindestens einer irgendwo einen Rückzug macht, wenn es mal schwierig wird. Ja? Wenn die Frau wieder zickig ist und ihre Laune hat. Oder wenn er mal eine komische Phase hat oder dergleichen. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber wie schnell ist man dann dabei, den anderen, den Partner oder den noch nicht Partner zu verurteilen oder die Situation an sich? Da wären wir wieder dabei, dass Beziehung harte Arbeit ist, gell? Hier geht es darum, dass die Schatzis da draußen eventuelle Täuschungen aufdecken. In dem Sinne, dass sie vielleicht merken oder dass ihnen bewusst wird, dass das Bild, was sie vorher hatten, entweder von euch oder von eurer gemeinsamen Verbindung, dass das nicht ganz passt. Dass vielleicht genau dieser Teil an dir, der sie dazu gebracht hat, sich zurückzuziehen eventuell, dass das der Anteil ist, der sie auch irgendwo in die Heilung bringt. Hier werden gewisse Dinge beleuchtet, ja, verborgene Dinge vielleicht auch, ja, bei euren Schätzen in den tiefsten Abgründen, die hochkommen. Natürlich, ich meine, eure Transformation macht viel, macht sehr viel. Da kommt Erlösung auf. Ja? Ich meine, die Themen, die ihr in euch heilt, das schwingt sich alles rüber auch zu den Schatzis. Ja? Natürlich, nur in den Fällen, sage ich jetzt mal, wenn ihr hier mit diesen Stapeln oder mit einem Stapel davon in Resonanz geht. Oder eure Schätze. So, lasst uns beginnen mit Stapel Nummer 1. Oh, ich hoffe, ihr habt schon euren Stapel gewählt. Ansonsten drückt gerne nochmal auf Pause. Ich beginne jetzt mit Stapel 1. Ich habe die Karten noch nicht gesehen, deswegen lege ich sie mir mal aus und dann verschaffe ich mir einen kleinen Überblick.
Ich weiß nicht, ob ihr es schon seht. Hier ist wieder diese krasse Karte. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Ich glaube, oh, ich glaube, es rührt mich gerade so. Ich kriege gleich Pippi in den Augen. Es sieht so aus, als hätte ihr hier ein Schatzi was gecheckt, ja, die Checkung bekommen. Liebe Stapel Nummer 1. Schatzi sagt hier, ja, ich musste leiden, ja, ich musste sterben, ja, ich musste viele, viele Dinge erst erkennen. Ich musste hier einmal durch die Hölle und zurück, um überhaupt zu wissen, was dieses Feuer zwischen uns bedeutet, diese Leidenschaft. Ich habe gesehen, wie du wartest. Ich habe gesehen, wie du hoffst. Ich habe deinen innigsten Wunsch gefühlt, mit mir zusammen zu sein. Und ja, das ist auch mein Wunsch. Und ich habe verstanden, dass es Zeit ist, gewisse Dinge zu verabschieden, um in eine neue Richtung zu gehen. Ich habe gesehen, dass ich dich verloren habe. Das war ein schmerzhafter Tod, ein schmerzhafter Bruch in meinem Herzen. Aber nur durch diese Situation habe ich Themen gesehen, habe ich unsere wahrhaftige Verbindung erkannt. Und nur dadurch bin ich bereit, mich berühren zu lassen. Dort, wo nur du Platz hast. Der Weg in die Freiheit, der Weg in die Liebe. Ich muss keine Fragen mehr stellen. Liebe Stapel Nummer 1, ich sag dir, wie es ist. Hier kommt dein Schatz noch nicht auf dich zu, okay? Aber diese Botschaft hier besagt, dass Schatzi so viel gecheckt hat, ja, und auch Zeit, Geduld, ja, die Liebe darf sich hier auch erstmal setzen, okay? Das ist die energetische Botschaft, das sind die Tendenzen gerade, die deinen Schatz beeinflussen. Rein positiv, absolut und rein positiv. Also, der nächste Schritt hier habe ich jetzt nicht abgefragt, aber ich kann das hier so rausdeuten. Der nächste Schritt ist eigentlich nur der logischste, dass Schatze hier auf dich zukommt. Okay? Aber bitte spür dich ganz genau rein. Nicht, dass du hier in einer unerwiderten Liebe drin steckst. Und dir jetzt denkst, oh ja, er hat es endlich begriffen, ja, dieser Stapel Nummer 1, das ist jetzt, soll hier nicht als Hoffnungsschimmer dienen, sondern einen Fakt mitteilen. Okay? Also bitte, sei ganz ehrlich zu dir. Ja, vielen Dank erstmal, Stapel Nummer 1. Wow. Stapel Nummer 2.
Stapel Nummer 2, diese Botschaft ist kurz und knapp und sehr eindeutig. Dein Schatzi spricht hier zu dir. Meine Königin, wenn du mir hier als Mann zusiehst, ja, dann deute das für dich um, beziehungsweise vielleicht ist es dann nicht dein Stapel, okay, aber spür dich bitte rein. Ich sag's jetzt nur mal so rum. Meine Königin, komm zurück zu mir, denn ich komme zurück zu dir. Die Anziehung zwischen uns, unsere Verbindung ist zu tief, als dass ich weiter davor weglaufen könnte. Ich komme langsam in deine Richtung, ich komme dir langsam entgegen, langsam, aber stetig, denn ich weiß, wo mein Platz ist. Und ich verehre dich und ich begehre dich. Ich bin auf dem Weg. Ich habe gesagt, kurz, kurz und knackig. Stapel Nummer 2, ja, Schatzi ist hier auf dem Weg zu dir. Langsam, aber sicher. Vielen Dank, Stapel Nummer 2. Stapel Nummer 3. Liebe Stapel Nummer 3, auch hier geht es um gewisse Erkenntnisse, die Schatzi erlangt hat. Dein Schatzi spricht hier zu dir. Ich habe mich erkannt. Ich habe dich erkannt und ich erkenne unsere Verbindung an. Ich weiß nun, dass zu wahrer Liebe, zur erfüllten Liebe, mehr gehört als nur liebevolle Worte, Komplimente. Ich weiß, dass meine Vergangenheit, dass meine vergangenen Partnerschaften nicht Teil unserer Verbindung sein dürfen. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich Altes loslassen darf, beenden darf, abschließen darf, um die Liebe zu dir und mit dir zu leben. Ich weiß, dass ich der absoluten Erfüllung nahe bin, wenn ich mich dem nur hingebe. Liebe Stapel Nummer 3, dein Schatzi ist hier gerade in einer Transformationsphase, in einer Wachstumsphase, in einer Phase der Erkenntnis. Und diese Erkenntnis bringt deinen Schatz in erster Linie dazu, mit einem alten Muster abzuschließen, mit einer Ex-Partnerschaft,
Vielleicht auch eine Ex-Partnerschaft, die sehr lange zurückliegt, aber immer noch sein oder ihr Leben beeinflusst oder die aktuellen oder zukünftigen Partnerschaften. Und hier geschieht gerade eine gewisse, ja, Abspaltung. Ja, hier wird Ordnung gemacht. So. Dies gehört nicht mehr zum Hier und Jetzt. Das ist vergangen, das ist ein altes Kapitel und man findet hier jetzt den Abschluss. Also, Schatzi findet hier den Abschluss. Und Schatzi ist bereit, hier sich zu öffnen und sich dem Weg der Liebe, der Verbindung zu dir hinzugeben. Wow, welche Erkenntnisse! Vielen lieben Dank, Stapel Nummer 3. Ja, ihr Lieben, das hat sehr, sehr viel Botschaft in sich. Ich meine, klar, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, die Transformation von euch selbst zieht natürlich Kreise, ja, das schwingt auf Schatze über und Ich bin gespannt, was hier noch kommt. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.